Das Problem ist die Privatisierung. Die Lösung wäre, sie rückgängig zu machen und die Häuser denjenigen geben, die drin wohnen. Der Weg dahin ist weit, aber zwischendurch kann man auf jeden Fall die bestehenden Mieterschutzrechte, die in den Privatisierungsverträgen ja auch scheinbar drinstehen sollen, einhalten. Also für dieses Ziel sind wir in Gespräch mit unterschiedlichen Institutionen und wir bleiben dran. Wir werden sehen, was es bringt und wie ernst gemeint die politische Zusage ist. Heute hier in diesem Zusammenhang möchten wir auf ein ganz anderes Recht aufmerksam machen, nämlich das Belegungsrecht. Das ist ein Recht, das die Politik hat, Senat und Bezirk. Die dürfen in allen 23 GSW-Häusern Leerstand belegen, selbst dann, wenn sie privatisiert wurden. Wir wissen ja, wo was leer steht oder wir hören das in der Nachbarschaft. Wir kennen ja auch die Leute, die Wohnungen suchen. Und diese zwei Informationen zusammenzuführen, das ist für uns nicht besonders schwer. Aber Mieterinnen sehen sich dann in so einem Zusammenhang mit einem ganz besonderen Problem konfrontiert, nämlich der Berliner Linie. Diese Räumungspraxis, wo innerhalb von 24 Stunden einfach so ohne Titel geräumt werden kann, kann nicht die Antwort sein auf eine selbstorganisierte Belegungspraxis. Und insofern ist das erstmal so die zentrale Forderung auch, an der Berliner Linie zu arbeiten und eine Verhandlungspraxis überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen. Wir würden Sie bitten, dass Sie vielleicht aus dem internationalen Kontext zwei Beispiele zeigen, wie der Umgang mit Hausbesetzungen und Wohnungsbesetzungen aussehen kann. Und vor diesem Hintergrund dann Sie bitten, dass Sie die Frage beantworten, ist nicht statt der Berliner Linie eine Duldungs- und eine Verhandlungspraxis viel sinnvoller, als eben sofort zu räumen? Und wäre das nicht viel angemessener im Umgang mit einem Recht auf Stadt? Das Recht auf Stadt in Brasilien ist eine ganz, ganz starke soziale Bewegung und hier haben wir seit 2001 ein Bundesgesetz, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, ein Bundesgesetz, einen Stadtstatut, was unter der Lula-Regierung verabschiedet wurde, was den Stadtverwaltungen, den Kommunalverwaltungen Mittel und Instrumente an die Hand gibt, eine ökologischere, eine sozialere, eine gerechtere Stadtentwicklung durchzusetzen und was ihnen die Möglichkeit gibt, informelle Ansiedlungen, die es ja in diesen Städten zuhauf gibt, nicht nur zu dulden, sondern auch, wenn Besetzungen über längere Zeit erfolgreich stattgefunden haben, wenn diese Landbesetzung, wenn diese Hausbesetzung nachweisbar höher zu bewerten sind in ihrem Interesse, auch im sozialen Interesse, als das Interesse der Eigentümer, in diese bürgerlichen Eigentumsrechte einzugreifen und diesen Besetzerinnen nach einer längeren Zeit nach 5 Jahren die Eigentumsrechte zu übertragen, wenn es sich um angemessenen Wohnraum handelt. Zürich, eine der teuersten Städte irgendwie Westeuropas, auch da kann man, glaube ich, der Kommunalpolitik nicht unbedingt vorwerfen, dass sie tatsächlich jetzt das Recht auf Eigentum abschaffen will, aber dort hat sich seit den 80er Jahren, ähnlich wie hier in Berlin, gab es ja dort eine starke Hausbesetzerbewegung, so etwas wie ein Häuserfrieden durchgesetzt, der bis heute, wir haben dort eine rot-grüne Regierung im Moment, mehr oder minder eingehalten wird. Das ist eine Art Friedensvertrag zwischen Hausbesetzerin und der Stadt. Und zwar ist es ein Prinzip, was sich da durchgesetzt hat, dass sie keinen Abriss auf Vorrat machen. Das bezieht sich auf diese spekulativen Abrissgeschichten in den 80er und 90er Jahren, die wir hier auch sehen, dass die Eigentümer räumen lassen und danach eigentlich gar keine Abrissgenehmigung haben und jahrelang die Häuser leer stehen und wie wir hier das zum Teil in Berlin auch hatten. Dieser Friedensvertrag, dieser Häuserfrieden wird von großen Seiten, sowohl von der städtischen Seite, auch wie der Bevölkerung akzeptiert. Im Moment gibt es ungefähr 30 Besetzungen in Berlin, in Zürich, mehrere schon jahrelang, mehrere erst seit ein paar Wochen. Es ist kein grundsätzliches Konzept, Räumung zu verhindern, aber dieses Prinzip sofort zu räumen, wenn es eine Besetzung gibt, gibt es in Zürich nicht. Es gibt im Internet, was ich sehr schön finde, ein Merkblatt Hausbesetzung in der Stadt Zürich, wo genau aufgeführt ist, wann kann eine Räumung stattfinden. Es reicht nicht, dass ein Strafantrag gestellt wird, sondern die Hauseigentümer müssen nachweisen können, dass sie eine Abrissgenehmigung haben und dass es eine Neunutzung gibt. Das heißt, Leerstand alleine, also damit soll Leerstand auch nach den Räumungen und Spekulationen verhindert werden. Das wäre vielleicht eine Idee, wie man in Berlin ja auch mal darüber diskutieren könnte. Es war ein bunter Blumenstrauß von Themen und man muss abwarten, was kommt. Ich habe ja nicht wirklich damit gerechnet, dass jetzt irgendwie ein praktisches Ergebnis am Ende steht. Es ist einfach steter Tropfen hüllt den Stein. Das ist es, mehr nicht. Aber es ist eben wichtig, weil wenn der Stein trocken ist, dann ist es ganz schlecht.